Hey, mein Name ist Jens und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr diesen Text-Glitch-Effekt in Adobe Photoshop erstellen könnt. Und wir sehen uns direkt nach dem Intro wieder. Im Programm angekommen ist das erste, was wir machen, uns erstmal ein neues Dokument zu erstellen. Dazu geht ihr hier einfach auf Neu erstellen und ich erstelle mir hier jetzt einfach ein Dokument mit einer Größe von Full HD, also 1920x1080 Pixeln bei 300 ppi. Und das Ganze nenne ich mir jetzt hier einfach mal Glitch-Effekt, denn das ist genau das, was wir jetzt hier heute erstellen wollen. Nachdem ihr hier auf Erstellen geklickt habt, können wir uns erstmal einen Text erstellen. Ich wähle jetzt hier einfach mal die Farbe Weiß und schreibe mir jetzt einfach mal das Wort Glitch auf meine Arbeitsfläche. Diesen Text, den wir soeben erstellt haben, können wir jetzt mittig auf unserer Arbeitsfläche zentrieren. Dazu wählt ihr die Ebene einmal an und geht hier oben auf die drei Punkte. Stellt sicher, dass das Ganze hier bei Ausrichten an auf Leinwand gestellt ist. Und schon könnt ihr hier über das Ausrichtenfenster den Text noch in der vertikalen und in der horizontalen mittig auf eurer Arbeitsfläche zentrieren. Als nächstes können wir hingehen und unsere soeben erstellte Textebene duplizieren. Das macht ihr jetzt entweder, indem ihr die Ebene einmal anwählt und einfach einen Rechtsklick macht und dann einfach Ebene duplizieren sagt. Das Ganze könnt ihr dann mit OK bestätigen. Oder ihr macht das einfach über die Tastenkürzel auf eurer Tastatur, nämlich Shift und Alt. Und wenn ihr beide Tasten gedrückt haltet, dann könnt ihr die Ebene einmal nach unten ziehen und schon habt ihr ebenfalls eine Kopie eurer Ebene erstellt. Als nächstes können wir die oberste Textebene anwählen und einmal in die Fülloptionen gehen. Hier unter dem erweiterten Mischmodus findet ihr jetzt eure RGB-Kanäle. Und hier wählen wir uns jetzt einfach mal den grünen Farbkanal an und schalten diesen damit aus. Bestätigt das Ganze einfach mit OK. Und als nächstes können wir hier oben unser Verschieben-Werkzeug anwählen und die oberste Textebene um ein paar Pixel nach rechts verschieben. Als nächstes können wir diese Textebene erneut duplizieren. Ihr macht also wieder entweder Ebene duplizieren und bestätigt das Ganze mit OK. Ich mache das hier jetzt wieder über die Tastenkürzel und schon habt ihr euch wieder eine erneute Kopie eures Textes erstellt. Auf der obersten Ebene gehen wir jetzt erneut in die Fülloptionen und hier könnt ihr jetzt den grünen Farbkanal wieder reinsetzen und im Gegenzug den roten Farbkanal ausschalten. Bestätigt das Ganze ebenfalls wieder mit OK. Und diese Textebene können wir jetzt in die entgegengesetzte Richtung verschieben, also nach links. So, und wenn wir jetzt näher an unseren Text ranscrollen, dann sehen wir schon, wir haben hier unseren Text-Glitch-Effekt in seinen Grundzügen erstellt, weil eben die drei Farben zueinander versetzt stehen. Als nächstes können wir, damit diese Position der Farben nicht weiter verschoben werden kann, unsere drei Textebenen auf eine Ebene reduzieren. Das macht ihr, indem ihr alle drei Textebenen anwählt und einmal über die Tastenkombination STRG E diese drei Textebenen auf eine Textebene reduziert. Nachdem wir das gemacht haben, können wir unseren Text-Glitch-Effekt jetzt noch in der horizontalen verfeinern. Dazu wählt ihr euer Rechteckwerkzeug aus und zieht eine beliebige Auswahl über euren Text. Nachdem wir das gemacht haben, können wir jetzt über unser Verschieben-Werkzeug unter Zuhilfenahme der Taste Shift diese Auswahl innerhalb des Textes jetzt verschieben. Das habe ich jetzt hier schon getan und diesen Prozess können wir jetzt so häufig wiederholen, je nachdem wie es euch gefällt und wie stark ihr eben diesen Text-Glitch-Effekt ausüben wollt. So, und wie ihr jetzt seht, haben wir hier unseren Text-Glitch-Effekt in der horizontalen jetzt noch ein wenig verfeinert und den Text-Glitch-Effekt dadurch verstärkt.
Optional ist jetzt noch verschiedene einzelne Rechtecke jeweils in den verschiedenen Randfarben noch an den Text dran zu setzen, um den Effekt ebenfalls noch ein wenig weiter zu verstärken. Dazu wählen wir uns hier die Pipette aus, die ihr an sechster Stelle hier in eurer Werkzeugleiste findet, und ich wähle mir hier jetzt einfach mal die Randfarbe Magenta aus. Als nächstes könnt ihr hier euer Rechteckwerkzeug auswählen. Stellt sicher, dass bei Fläche eben Magenta eingestellt ist und dass die Kontur hier auf 0 gesetzt ist. Und schon können wir hier verschiedene kleinere Rechtecke an unseren Text dran setzen. Hier könnt ihr auch wieder je nach eurem Belieben die in der Größe variieren und halt auch eben die Menge bestimmen. Und so könnt ihr einfach verschiedene Rechtecke jeweils an die einzelnen Farbbereiche dran setzen. Und genau diesen Prozess können wir jetzt auch noch für Cyan wiederholen. Ja, und das war jetzt auch schon im Grunde der Text-Glitch-Effekt in Adobe Photoshop. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr gerne eine positive Wertung unter diesem Video da. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin!